Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Seit 16 Uhr ist ein weiteres episches Strike-Event aufgetaucht. Es ist wieder ein wilde Kreaturen, dreistufiges Event. Ich habe das Ganze mit gewöhnlichen Sauriern versucht. Ob ich das geschafft habe und wie ihr das Ganze schafft und welche Saurier ihr einsetzen solltet, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Strike Event. Und ich habe es diesmal komplett mit gewöhnlichen probiert. Also das war so der erste Try, dass ich ein episches Strike Event mit rein gewöhnlichen Sauriern probiert habe. Und ihr seht es ja hier. Eingeblendet, wilde Tiere. Endet in 22 Stunden und 43 Minuten. Sprich, morgen 15 Uhr ist das Ganze schon wieder vorbei. Drei Stufen. Benötigt also drei Siege. Dürft euch keine Niederlage erlauben. Habt dementsprechend nur einen Gratisversuch. Eventbeschreibung: Die Tiere des Gegners verursachen hohen Schaden. Schnelle Tiere, die mit Fähigkeiten wie Sprungangriff hohen Schaden verursachen können, sind gute Konter. Und das ist vollkommen richtig. Was macht jetzt die Gegner so aus? Und dann blende ich sie euch auch mal ein. Hier ist, seht ihr es einfach: High Health, No Armor, High Damage, High Critical Chance, teilweise immun. Ja, Segodonte ist immun. Und Slow Speed. Also, sie haben viel Leben, machen viel Schaden, keine Panzerung, hohe Crit-Rate. Ja. Die Gegner sind hier mal eingeblendet. Ihr seht Stufe 1, Gorgosaurus 19, T-Rex 20, Irritator 21. Reihenfolge seht ihr ja auch. Erst der T-Rex, dann der Irritator, dann der Gorgosaurus. Und das ist gar nicht schlecht. So kann man in der zweiten Runde gut seinen Velociraptor oder seinen Darkrai oder was auch immer man da hat auswechseln. Denn der Irritator macht nicht so viel Schaden. Dann nächste Stufe, Tyrannosaurus Generation 2 auf 20, Allosaurus auf 21 und ein 22er Segodonto. Alo hat da 3900 Leben, also das ist der dickste Brummer vom Leben in dem Strike-Event, aber sie haben ja eigentlich alle relativ viel Leben, außer Irritator, und machen viel Schaden. Hier die letzte Stufe auch, ganz unten, ihr seht's, Gorgosaurus auf 21, T-Rex 22 und Irritator auf 23. Ja, wie bin ich da rangegangen? Ihr seht es auch mal eingeblendet, das ist aus dem alten Meta-Hub-Post, was man so einsetzen kann. Und ja, wir haben Dilophosaurus, Monolophosaurus, Velociraptor, einfach weil sie den Schaden reduzieren können. Müssen aber auch auf dem passenden Level sein, das kann ich euch schon mal sagen. Denn meine Saurier waren vom Level auch hoch, ja. Aber die meisten davon muss man für Hybride eh auf dem Level haben, wo ich ihn hatte, außer dem Dracorix. Und von daher kann man das auch so durchaus probieren, wenn man die mal schon freigeschaltet hat. Aber wenn man die so hoch hat, dann hat man eh schon die einzigartigen oder legendären Hybride davon, oder sehr wahrscheinlich. Aber man kann sie also auch vorher leveln, das wollte ich euch einfach nur damit sagen. Ja, es sind natürlich auch Erlikosaurus, Utahraptor und natürlich hier Pyritator, Pyroraptor, Utarinex, Utasino. Die sind alle sicherlich auch gut dagegen. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist ein Stegoceratops, wenn er auf dem passenden Level ist, denn der kann zweimal betäuben. Damit solltet ihr in einem 1 gegen 1 einen von den Sauriern, denke ich, auch platt bekommen. Nicht ganz sicher. Aber wenn ihr halt, sage ich mal, so einen schon relativ hoch habt, dann könnt ihr den auch mitnehmen. Ist jetzt nicht der beste Counter, ich weiß. Ein Stegodeus, der einfach viel Leben hat, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Denn dann ist das mit dem Panzer durchbrechen gar nicht so gravierend, wie jetzt bei einem Tank, der hauptsächlich auf seine Panzerung setzt, aber dafür weniger Leben hat. Ja, also versucht einfach die gegnerischen Saurier den Schaden zu reduzieren, so wie das Strike-Event euch das auch sagt. Dann habt ihr da richtig gute Chancen, das zu schaffen. Ja, ich habe es eigentlich aus einer Kombination und die Kombination gefällt mir immer besser aus Velociraptor und Hit and Run gemacht. Ja, habe jetzt als Hit and Runner habe ich den Gallimimus mitgenommen, habe das so gespielt, dass ich den Gegner mit dem ersten schwächeren Angriff finishen kann und dann in der nächsten Runde den Swap auf Dracorix und da kam dann ja auch, ich glaube, 2.500 Schaden zusammen raus, was auf jeden Fall jede Menge ist. Und die Kombi ist eigentlich auch gar nicht schlecht und kann man für Strike-Events empfehlen. Ja, ich habe das Ganze eben dann auch geschafft und ihr bekommt natürlich auch eine Belohnung, einen epischen wilde Tiere-Brutkasten. Ihr seht ihn eingeblendet. 197 epische DNA wie immer, 662 seltene, 7552 gewöhnliche DNA und 15.000 Coins. Und da können die folgenden Saurier drin sein.
Das ist aber noch das ganz alte Bild, fällt mir gerade auch auf. Da ist noch der T-Rex Generation 2 als gewöhnlicher immer noch deklariert. Macht aber nichts, der ist ein seltener Dino. Den gewöhnlichen können ansonsten Allosaurus, Brabosaurus, Irritator Generation 2 und Nundasuchus drin sein. Bei den seltenen der Baryonyx Generation 2, Irritator, Caposuchus, Gorgosaurus, Postosuchus, epische T-Rex, Gorgosuchus, Baryonyx, Postimetron steht hier. Das stimmt aber nicht ganz. Das hatte ich damals auch schon gesagt, weil Segodonto hatte ich jetzt wieder drin. Ich hatte bis jetzt immer T-Rex und Segodonto drin. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, Baryonyx, Postimetron und Gorgosuchus können nicht unbedingt drin sein. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal, vielleicht haben die auch damals was Falsches reingeschrieben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen von den anderen da als Bestandteil rausbekommen habt. Und bei den Legendären, da bin ich mir auch nicht sicher, ob da ein Dominus oder sowas drin sein kann. Und vielleicht ja, könnte aber drin sein. Die Chancen sind auf jeden Fall da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine Bewertung da und auch gerne ein kostenloses Abo. Und ja, mich würde es auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Entweder heute Abend im Stream oder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und ciao.